In diesem Video schauen wir uns RGB-LEDs an. Und zwar keine normalen RGB-LEDs, wie ihr das vielleicht aus dem Haushalt kennt oder von eurem Gaming-PC, sondern so eine spezielle Art der RGB-LEDs, die sich vor allem an Fotografen und Filmer richtet. Die können zum Beispiel ein Dauerlicht machen, sie können Szenen in bestimmte Farben eintauchen oder es gibt auch welche wie der hier, der einen Szenenmodus hat. Und was das alles bedeutet, erkläre ich euch genauer nach dem Intro. So, zur Transparenz. Beide Geräte habe ich theoretisch von den jeweiligen Herstellern gestellt bekommen. Dieser Hersteller hier heißt GVM und der andere Hersteller hier heißt MCO Plus. MCO Plus war auch der unkomplizierteste. Die haben mir das Teil geschickt, nachdem ich angefragt hatte für das Review. GVM ist ein bisschen dubios. Die wollen mir erst das Geld zurückerstatten, wenn ich das Teil reviewed habe, das Video also veröffentlicht habe. Und das wäre ja eigentlich ein Paid Review. Ich weiß jetzt also nicht, wie ich damit umgehen soll. Ihr werdet dann merken im Video, das Ding wird schon sein Fett abbekommen. Daran soll es jetzt nicht liegen. Nur dubios finde ich das Ganze einfach, weil es einfach anders ausgemacht war. Die wollten, dass ich das quasi bei Amazon in Deutschland bestelle und würden mir dann den Kaufpreis erstatten. Und auf einmal wollten sie es mir nach dem Review tun. Naja, dass ich jetzt aber nicht dafür bezahlt wurde, was ich sage, das werdet ihr, glaube ich, merken. Ich wollte es nur vorher mal erwähnen. Ich werde dann auch kommentieren, ob GVM jetzt nach Veröffentlichung des Videos die Kohle rausgerückt hat. So, für beide habe ich mir eine kleine Liste gemacht. Fangen wir mal mit dem GVM an. Was ist im Lieferumfang alles dabei? Es ist das LED-Gerät selbst, ja, die LED-Lampe. Viele kleine LED-Lampen sind auf jeden Fall, dieses Ding hier ist im Lieferumfang natürlich dabei. Das ist ja das Hauptgerät. Der hat hinten einen Akku, der ist auch im Lieferumfang dabei. Kann ich hier abmachen, ist auswechselbar. Ist Vor- und Nachteil gleichzeitig, meiner Meinung nach. Ein- und Ausschalter, ja, hier ein paar Drehknöpfe, genau. Dann gibt es diesen Diffusor, der ist auch dabei, der ist sehr wichtig, den kann man gut gebrauchen, kann man hier einfach drüber schieben. Noch dabei ist dieses Teil hier, das ist so ein kleiner Schwenkkopf, Schwenkadapter, wie auch immer. Der hat hinten ein Viertel Zoll Gewinde und kann hier so ein bisschen geneigt werden. Ja, ist ein bisschen flimsig, aber gut, das Ding war jetzt auch nicht allzu teuer. Hat einen Blitzschuhadapter und ein Ladegerät für den Akku ist auch noch dabei. Das ist das Ganze völlig flimsig, das Teil, also ganz schlimm. Ja, so in dem Zustand. Ist ein bisschen wie ein Spielzeug. Das erstmal zum Lieferumfang vom GVM. Wie sieht es denn beim MCO Plus aus? Da ist ein Micro-USB-Ladekabel dabei, denn der Akku ist hier direkt integriert. Man hat wie so eine kleine Handyhalterung. Da kann man das Teil dann einrasten. Dann hat man hier noch so einen Blitzschuhadapter dabei. Also der hat hinten einfach Blitzschuh. Ja, wird dann über die 1/4 Zoll Schraube befestigt. Und hier hat man auch nochmal 3 1/4 Zoll Schrauben. Und hier hat man einen Blitzschuh. Nochmal. Also man verliert keinen Blitzschuh, wenn man den Blitzschuhadapter benutzt. Fangen wir mal mit dem GVM an. Das Teil hat jetzt ungefähr 60 Euro gekostet oder ist der aktuelle Preis bei Amazon. Hat eine Lichtleistung von 10 Watt, also es verbraucht 10 Watt. Lichtleistung bin ich mir gerade gar nicht sicher. Blende ich mal ein, falls es der Hersteller veröffentlicht hat. Das Ding hat auf jeden Fall 800 Lumen, bei dem ist es mir jetzt gerade entfallen. Das Teil ist relativ groß, das kann ein Vor- und Nachteil sein. Der Vorteil ist halt, man hat nicht so einen Spot, der dann eng beieinander einen Lichtkegel wirft, sondern das ist ein bisschen diffuser schon, allein von der Größe des Teils her. Der macht einen WLAN Access Point auf. Damit kann ich dann mein Handy verbinden und eine App von GVM benutzen. Die kann aber auch nicht mehr als die ganzen Steuerelemente hier hinten, hat aber den Vorteil, wenn ich das irgendwo platziert habe, wo ich nicht so schnell drankomme, kann ich es halt eben schnell mal steuern. Nachteil des Ganzen ist, sobald ich im WLAN von dem Teil bin, muss ich aus meinem normalen WLAN raus und gleichzeitig muss ich auch aus meinen mobilen Daten raus, sonst gehen alle Pakete, also Netzwerkpakete, nicht an das Ding, sondern ja, an die mobile Datenverbindung. Und somit kann ich es dann nicht mehr steuern. Das heißt, ich bin dann auf jeden Fall ohne Internet, wenn ich damit verbunden bin. Und wenn ich andere Geräte habe, die ich damit gerne steuern würde mit meinem WLAN, kann ich das nicht, weil das halt exklusiv hier in diesem Teil eingebucht ist. Genau, das ist die eine Sache bei dem Teil. Was ich hier nervig finde, ist der Akku. Das kann natürlich ein Vorteil sein, wenn man 2 von denen hat. In meinem Fall habe ich keine 2 von denen. Der hält auch ziemlich lang, also das ist auch kein realistisches Problem bei dem Teil, dass man da jetzt ständig einen zum Wechseln bräuchte. Schöner wäre hier also auch die Möglichkeit gewesen, über Micro-USB zu laden. Zumal macht der Akku das Ganze super breit. Also das Teil ist eh schon maximal breit und dann kommt noch der Akku hinten drauf.
Naja, macht nicht wirklich Spaß. Ja, weiterer Kritikpunkt bei dem würde ich sagen, der hat keinen Szenenmodus. Das schauen wir uns bei dem kleinen gleich noch an. Der kann also nur entweder halt ganz normale Beleuchtung hier machen, hell machen oder in den Farbenmodus gehen. Und auch da habe ich so meine Kritik, zum Beispiel im Helligkeitsmodus. Dazu mache ich mal meine restliche Beleuchtung aus, damit man das besser sehen kann. Ich mache jetzt mal dunkler. Ich bin jetzt auf 100%, 70%, 45%, 25%, 5% und aus. Also ich finde die 5% schon recht hell. Und diese Range, die man da jetzt hat, in der man noch hell und dunkel machen kann, die ist echt klein. Also das finde ich nicht schön zu steuern, die Helligkeit. Ist mir zu wenig irgendwie. Geht zwar ein bisschen, aber naja. Das hat mir nicht so richtig zugesagt. So, das andere ist, ich kann jetzt hier in den Farbenmodus wechseln. Die Steuerung ist recht intuitiv, da gibt es nichts zu meckern. Aber ihr seht hier auf diesem kleinen OLED-Display, wenn die Spiegelung raus ist, wenn ich das hier drehe, dann springt er so im 5 Grad Punkten zwischen den Farben hin und her. Und das sieht man auch. Also ich halte es euch mal hier unten hin und drehe mal so ein bisschen. Ich hoffe, das sieht man auf der Kamera, oder ich halte es mal so rein. Aber die Kamera regelt immer so ein bisschen nach, das ist so ein bisschen nachteilig. Also der hat ganz schöne Sprünge zwischen den Farben, will ich nur sagen. Zum Beispiel der hier. Das ist kein fließender Übergang zwischen den Farben. Schon allein deshalb, weil ich es ja hier nicht schön steuern kann und dann ist das insgesamt auch halt ja relativ grob, die Farbübergänge. Das macht das ganze Teil jetzt nicht so nett. Gut, jetzt habe ich es ein bisschen dunkler hier, macht aber nichts. Wir machen gleich mit dem MCO Plus weiter und das hat die ganzen Nachteile nicht und das hat mich etwas gewundert, denn das Ding kostet 3 Euro weniger und ja, klar, es ist nicht ganz so hell wie das, muss ich auch zugeben. Das Ding hat 10 Watt, das Ding hat 8 Watt mit 800 Lumen. Sieht man schon ein bisschen einen Unterschied, aber der ist marginal, wie ich finde. Also es ist auf jeden Fall sehr, sehr hell. Ja, hier habe ich zum Beispiel den Modus Color Flow. Da sieht man zwei Sachen. Erstens, das Ding hat einen Szenenmodus, was das Ding nicht hat. Und gleichzeitig sind die Farbübergänge fließend. Nicht nur in diesem Color Flow sind diese Farbübergänge fließend. Ich kann es auch, jetzt bin ich rausgegangen. Ich kann aber auch in den ganz normalen Modus gehen. Full Color nennt sich der. Oder in den RGB-Modus. Und jetzt kann ich hier einfach halten und er fließt einfach durch die Farben durch. Und man sieht nicht diese harten Übergänge, wie man es bei dem anderen gesehen hat. Der geht jetzt hier so die ganze Zeit vor sich hin. Und wenn ich jetzt nochmal in die normale Beleuchtung gehe, Sunlight nennt sich das, und dann mache ich es mal dunkler. Also ich glaube ja, ihr merkt, was ich meine, oder? Der hat also ganz andere Helligkeitsstufen auch nochmal, geht viel dunkler, lässt sich viel schöner regeln. Halt der Kamera regelt nach. Ich habe jetzt hier keine Profikamera, wo ich das alles manuell machen kann. Aber das geht wirklich sehr schön. Ich glaube, man sieht's. Was hier ein bisschen spinnt, ist so ein bisschen die Akkuanzeige. Manchmal zeigt er hier so ganz voll und manchmal halb leer. Und ja, aber die Akkulaufzeit ist okay. Ist mehr oder weniger nur die Anzeige, die etwas störend ist. Schön ist auch, der Diffusor ist hier direkt eingebaut, während ich bei dem immer extra draufschieben muss. Und der hat den Nachteil, dass der auch einfach runterfällt. Der ist nicht fest zu machen. So einfach zumindest. Ich finde auch dieses Teil sehr flexibel. Einfach, man hat viele Möglichkeiten, das zu montieren. Man verliert seinen Blitzschuh hier nicht. Es sind 1/4 Zoll Schrauben da, die man nicht verliert. Zusätzlich ist noch dieser Adapter dabei. Man muss es nicht mal in dieses Gehäuse reinmachen, sondern das Teil selber hat auch noch mal 1/4 Zoll Schrauben. Also man bleibt da sehr flexibel, kann das als Dauerlicht benutzen. Ja, ganz nettes Teilchen und was ich noch schön finde ist, es wird halt über Micro-USB geladen. Man braucht jetzt also nicht extra einen Akku oder ein Akkuladegerät noch dazu. Also klar braucht man, aber hat man sowieso. So, kommen wir zum anderen Problem oder anderen Punkt noch. Dazu habe ich mal den Fire TV Stick hier und das Teil habe ich jetzt meine ähnlichen Farben eingestellt, wie auch die Packung vom Fire TV ist. Was ich euch nur zeigen will, ist mehr so ein Gimmick. So, sieht lustig aus, ne? Ich habe hier den Fire TV Stick und der leuchtet. Boah, toll. Damit kann ich aber tolle Fotos machen von der Packung. Hinten leuchtet es einfach schön. Oder wenn ich filme, mache ich den Color Flow Modus an und man sieht überhaupt nicht, dass man so ein Ding hier irgendwo versteckt hat. Das ist ein Riesenvorteil von dem, einfach die Größe, weil ich das ganz einfach mal irgendwo verstecken kann. Was man damit auch schön machen kann, ist zum Beispiel, wenn ich jetzt einfach die normale
Oh, das ist wieder auf dunkel gestellt. Wenn ich die ganz normale Lichtfunktion aktiviere, kann ich damit auch Schatten verhindern. Wenn ich jetzt also mich so ausleuchte, dass irgendeine Packung fies Schatten wirft, ja, kann ich jetzt schlecht demonstrieren, aber stellt euch einfach vor, das Ding wirft Schatten hinten an die Wand, dann klemme ich das hinten dran und das strahlt dann nochmal so die Wand an, dass die Schatten dann verschwinden. Das kann ich nur machen, weil das Ding so klein ist und ich es gut verstecken kann und man es auf den Aufnahmen dann nicht sieht. Und wir reden hier über wirklich nur 2 Watt Unterschied und das sind die Größendimensionen von diesen 2 Teilen. Hier müssen wir ja auch noch an den Akku denken. Also der Akku ist insgesamt größer ja, als dieses Teil hier. Also nicht von der Höhe her, ne? Ihr wisst, was ich meine. So. Furchtbar. Also die Größe von dem Ding steht ihm echt im Weg und das für gerade mal einen Verbrauch von 2 Watt mehr. Das lohnt sich also nicht so wirklich. Eine Szene habe ich euch schon gezeigt, die der kann. Dieses Szenenmodus. Ich gehe die jetzt einfach mal alle durch, damit ihr wisst, auf was ihr euch einlasst, falls ihr das Teil kaufen wollt. Hier oben habe ich den Switch für die Modes. Jetzt gehe ich mal in den Scene-Mode. Jetzt habe ich hier diesen Color Flow. Ja, habt ihr ja vorhin schon gesehen. Geht er einfach durch, kann ich die Geschwindigkeit einstellen zwischen High, Medium und Slow. Ich kann Polizeiauto spielen, also amerikanisches Polizeiauto. Das ist Blitz. Gewitter. Ja, so, weiter geht's. Color Flow hatten wir schon. Halt, Warning, Fire Truck gibt's noch, ist dann nur Blaulicht. Und Ambulance ist auch nur Blaulicht. Bei allen kann ich natürlich die Helligkeit einstellen. Ne? Ich gehe jetzt mal bei dem ein bisschen runter zum Beispiel. Wunderschön. Ja, also das kann ich bei dem anderen nicht machen. Bei dem kann ich es machen. Keine Ahnung, kann man die Nachbarn vielleicht mit ärgern. Ich glaube, ich brauche nichts mehr dazu zu sagen. Der Testsieger ist natürlich hier das MCO Plus und zwar mit weitem Abstand. Ich finde die Optionen, die das Teil bietet, deutlich ausgereifter. Es kann mehr, es sitzt, liegt schöner in der Hand. Na, es macht einen wertigeren Eindruck. Das Ding ist eher so Klapperplastik. Der Diffusor ist direkt aufgebracht, der kann also nicht abfallen, brauche ich sowieso. Also fast immer, würde ich sagen. Das rundere Gesamtpaket ist auf jeden Fall dieses MCO Plus. Wem jetzt die Lichtleistung zu gering ist, da würde ich fast sagen, kauft 2 davon oder so. Da man die so flexibel unterbringen kann, sollte das am Ende nicht das Problem sein. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann wisst ihr ja, was ihr zu tun habt. Und im Abspann würde ich doch sagen, bekommt ihr jetzt nochmal den Color Flow zum Anschauen.